Simino Rossi feierte bei den Besten im Sommer Jubiläum. Seit 30 Jahren ist er nun schon in Europa. Natürlich darf dabei der Mann nicht fehlen, der Simino Rossi in seinen ersten Jahren als Straßenmusikant zur Seite stand. Wie Umberto Buenaventura heimlich hinter die Bühne kam und wie sehr sich Simino Rossi über seinen Überraschungsgast freute, das sehen Sie jetzt. Tanzen noch einmal mit mir in den Wolken. Kameraprobe für das 30-jährige Jubiläum. Und auch hinter den Kulissen wird Semino gratuliert. Wenn ich bloß deine Stimme ein bisschen hätte. Seminos große Karriere begann als Straßenmusikant. Es gibt eine wunderschöne Freundin, Berto, wir kennen schon seit 30 Jahren, wo ich versucht habe, in verschiedenen Hotels zu singen. Das war nicht möglich, weil keine Menschen haben mich gekannt und sie haben schon von anderen Jahren andere Musik. Und ich brauchte Geld zum Überleben. Und Umberto hat mir gezeigt, wie auf der Straße meine Geld verdienen sollte. Ein Wiedersehen mit Semino ist immer wieder schön. Ich schätze seine Bescheidenheit. Vor jedem Auftritt ist er aufgeregt. Das hat sich auch in 30 Jahren nicht geändert. Diese Nervosität habe ich und ich glaube, hat jeder. Aber ich freue mich auf diese wunderschönen 30 Jahre in Europa. Und jetzt muss ich gehen. Auf Wiedersehen. Ciao. Wenn er wüsste, wer da gleich zu ihm auf die Bühne kommt. Während Semino seinen Fernsehauftritt hat, kommt am Hintereingang heimlich sein Freund Umberto vorgefahren. Herzliche Begrüßung durch unser Team und schnell verstecken. Wie wird wohl Semino auf unseren Überraschungsgast reagieren? Ich glaube, er hat eine große Emotion. Gleich geht's los mit der ungeahnten Begegnung. Heute Abend möchte dir genau dieser Mann zu deinem Jubiläum gratulieren und dich überraschen. Hier ist dein Freund Umberto. No, Buenaventura. No. Guten Abend, herzlich willkommen! Die Überraschung hat geklappt. Beide sind erstmals gemeinsam auf unserer Showbühne. Das Publikum ist begeistert. Das macht man nicht, mein Gott, das ist eine schöne Überraschung. Funktioniert? Total schön. Weißt du, das, ich glaube, war ein Traum von uns beiden. Einmal auf der Bühne in einer großen Fernsehsendung. Das war eine wunderschöne Überraschung. Danke, das ganze Team, um diese fantastische Sendung. Muchas gracias. Dankeschön.